Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserem neuen VAB-Podcast Texas in the Air. Mit diesem Podcast möchten wir Mitgliedern, aber auch Interessierten einen kurzen Einblick in wichtige und aktuelle steuerliche Verbandsthemen geben und natürlich heute unseren ersten Expertenbeirat vorstellen. Es ist Andreas Persch, Partner bei EY Eschborn und IMEA FSO Transfer Pricing Lead sowie frisch ernannter Expertenbeirat Verrechnungspreise. Ich freue mich sehr, lieber Andreas, dass du heute mit von der Partie bist. Vielen Dank, Markus. Ich freue mich auch sehr und insbesondere auf meine neue Rolle als Expertenbeirat. Prima, vielen Dank. Mein Name ist Markus Erb vom VAB. Unser heutiges Thema ist neuere Entwicklungen bei den Verrechnungspreisen bei Finanzdienstleistungen. Lieber Andreas, welche aktuellen Herausforderungen siehst du in Bezug auf Transfer Pricing im Finanzdienstleistungsbereich? Ich sehe momentan eine ganze Reihe an Herausforderungen in diesem Bereich. Nicht nur auf deutscher Ebene, sondern insgesamt innerhalb von EMEA. Wir sehen, dass die FISCI, dass die Jurisdiktionen neue Dokumentationsanforderungen entweder einführen oder spezifizieren. Beispielsweise in UK haben wir neue Dokumentationsanforderungen. Wir haben in Luxemburg gestiegene Dokumentationsanforderungen. Wir sehen daneben auch weitere Compliance-Verpflichtungen. In Deutschland, insbesondere in Betriebsstättenkonstellationen, das Thema Hilfs- und Nebenrechnung, die bekanntlich für sämtliche Branches zu erstellen sind. Hier sehen wir zunehmend einen Aufgriff durch die Finanzverwaltung und in der Praxis auch die Tatsache, dass die Qualität dieser Hilfs- und Nebenrechnungen oftmals ausbaufähig ist. Auch in anderen Ländern, wie beispielsweise Frankreich, bestehen erhöhte Dokumentationsanforderungen und die Notwendigkeit zur Aufstellung von Branch, Balance Sheets und P&Ls, analog der deutschen Hilfs- und Nebenrechnung. Daneben hat auch das Thema BEPS Pillar 2 Einfluss auf die Verrechnungspreise und die Compliance-Anforderungen. Wir haben über den Paragraphen 16 Mindeststeuergesetz auch noch eine Vorschrift, die es nicht nur verlangt, dass die Verrechnungspreise fremdüblich ausgestaltet werden, sondern auch entsprechend in den Büchern abgebildet werden und auch periodengerecht abgegrenzt werden. Daneben ist der Bereich Regulatory immer stärker von Bedeutung. Wir sehen, dass Regulatory durch den Brexit auch verstärkt an Verrechnungspreisen interessiert ist und sich die Aufsicht, die Verrechnungspreisgestaltung auch zunehmend anschaut, weil wir nicht nur über die Gewinnabgrenzung zwischen Stammhaus und Betriebsstätte sprechen, sondern die Verrechnungspreise hierdurch auch zwischen Legaleinheiten vereinnahmt werden und diese Legaleinheiten unterschiedlichen Aufsichtsbehörden unterliegen. Und last but not least, in den Betriebsprüfungen kommt auch das Thema Reconciliation der Verrechnungspreise, also Nachbildung der Verrechnungspreise, eine gesteigerte Bedeutung zu. Hier sehen wir, dass da der ein oder andere Steuerpflichtige Probleme hat, die Verrechnungspreiskalkulation im Nachgang nochmal offen zu legen, nochmal zu verifizieren, sodass das Thema Operational Transfer Pricing immer stärker an Bedeutung gewinnt. Ja, da sind wir schon beim Thema Operational Transfer Pricing, ein interessantes Thema. Welche Bedeutung hat denn nun dieses Thema Operational Transfer Pricing deiner Ansicht nach? Aus meiner Sicht ist die Bedeutung die letzten Jahre bereits gestiegen und wird nach wie vor weiter steigen. Die Finanzverwaltungen schauen sich die Verrechnungspreisfälle insbesondere auf die konsistente Umsetzung an und fordern teilweise sehr detaillierte Finanzdaten an. Wenn die Verrechnungspreise dabei nicht nachkalkuliert und ein konsistenter Kalkulationsprozess nachgewiesen werden kann, ist der Steuerpflichtige in einer schwierigen Situation. Das Thema wird aus meiner Sicht immer stärker an Bedeutung gewinnen, weil wir durch neue Technologien auch Möglichkeiten haben zur Automatisierung und Strukturierung der Datenauswertung. Und auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise der Umsatzsteuer, gibt es Entwicklungen. Wir sehen hier durch das E-Invoicing und durch VAT in die Digital Age, kurz WIDA, Entwicklungen, dass es eher auf einen transaktionsbezogenen Bezug hingeht, was dann auch wiederum Auswirkungen auf Transfer Pricing und die Prüfung der Verrechnungspreise hat. Zudem gilt es für den Finanzdienstleistungsbereich darum, Schritt zu halten mit anderen Industrien. In anderen Sektoren sehen wir, dass die Marktteilnehmer teilweise sehr weit vorangeschritten sind
und die Verrechnungspreise teilweise real-time kalkulieren und auch verbuchen. Insbesondere auch, da in manchen Sektoren die Verrechnungspreise Gegenstand der Kalkulation der Kundenpreise sind. Im Finanzdienstleistungsbereich sehen wir verstärkt Einführungen von SAP S/4HANA. Und damit zusammenhängt auch die Frage, wie kann SAP S/4HANA genutzt werden, um den Verrechnungspreis Kalkulations- und Verbuchungsprozess zu optimieren. Aber auch die Einführung von beispielsweise der Microsoft Power Plattform zur Optimierung der Prozesse kann genutzt werden, um letztendlich die Verrechnungspreisprozesse entsprechend zu verbessern. Insgesamt ist Transfer Pricing aus meiner Sicht ein wesentlicher Bestandteil von Tax-CMS und bietet für den Steuerpflichtigen auch die Chance, Betriebsprüfungen effizienter auszugestalten. Hier der Stichwort § 38 EGAO. Das ist eine tolle Überleitung auf das Thema Streitigkeiten in Betriebsprüfungen, wenn man sich da nicht einigen kann. Welche Auswirkungen siehst du beim Thema Streitigkeiten im Bereich der Verrechnungspreise? Bei diesem Thema sehe ich zwei Entwicklungen. Eine eher unerfreuliche Entwicklung, dass die Betriebsprüfungen sehr detailliert sind und teilweise auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir sehen Betriebsprüfungen, die dauern 5, 6 Jahre, teilweise länger. Die Fälle werden sehr detailliert geprüft und in vielen Fällen sehen wir auch eine gestiegene Anzahl an Verständigungsverfahren, weil der Steuerpflichtige und die Finanzverwaltung hier keine Einigung erzielen und auch die Sichtweise der deutschen Finanzverwaltung teilweise nicht einheitlich ist mit der ausländischen Finanzbehörden. Eine positive Entwicklung sehe ich allerdings bei dem Thema Advanced Pricing Agreements, APAs, im FS-Bereich. Hier hat die Finanzverwaltung über die letzten Jahre Kapazitäten ausgebaut. Es ist effizienter geworden, dieser Prozess. Und zumindest mal mit den Ländern, mit den FS-typischen Ländern, wie beispielsweise zwischen Deutschland, UK, Frankreich, USA, sehen wir durchaus eine signifikante Verbesserung der Verfahrensdauer. Wenn die entsprechenden Verfahren gut vorbereitet werden und in enger Abstimmung mit dem BZSD erfolgen, erachten wir hier das Instrument des APAs als sachgerecht, als effizient, um letztendlich Doppelbesteuerung von vornherein zu vermeiden. Ja, vielen Dank. Welche konkreten Auswirkungen hat es nun auf die Steuerpflichtigen im Finanzdienstleistungsbereich, Andreas? Aus meiner Sicht rückt Transfer Pricing immer stärker in den Fokus, auch außerhalb der Steuerabteilung. Regelmäßig ist es für den Vorstand und die Geschäftsführung ein wesentliches Thema. Und die Steuerabteilung ist gezwungen, sich mit anderen Bereichen des Unternehmens stark zu vernetzen, weil es weg von einer rein steuerrechtlichen Beurteilung geht, hin zu einer prozessualen operativen Umsetzung. Also die Vernetzung zu den Bereichen Business, Finance, Controlling und Regulatory ist entscheidend. Zudem benötigen die Steuerpflichtigen einen zuverlässigen Partner, um letztendlich die lokalen Entwicklungen zu berücksichtigen und um auch einen guten Austausch mit den lokalen Steuerbehörden zu haben, und zu verstehen, wie anderen ausländischen Lokationen das Thema Verrechnungspreise im Finanzdienstleistungsbereich interpretieren und hier auch Doppelbesteuerungsrisiken möglichst zu minimieren, beziehungsweise dann auch in Verständigungsverfahren oder Vorabverständigungsverfahren entsprechend lösen zu können. Vielen Dank. Ich möchte nur noch auf ein, wie ich finde, ganz spannendes Thema eingehen, das Thema künstliche Intelligenz. Welche Chancen siehst du denn für den Bereich Nutzung von künstlicher Intelligenz bei Verrechnungspreisen? Thema künstliche Intelligenz, KI, ist momentan in aller Munde. Und für das Thema Verrechnungspreise sehe ich da insbesondere Anknüpfungspunkte beim Thema Dokumentation und Datenauswertung. Hier werden wir sicherlich in einigen Jahren eine komplett andere Vorgehensweise sehen, auch bei der Finanzverwaltung. Bei Standardinhalten der Dokumentation sowie der Datenauswertung sehen wir momentan schon oder ist momentan KI ohnehin schon im Einsatz, sodass sich für den Steuerpflichtigen hier Chancen zur Standardisierung und Effizienzsteigerung ergeben. In vielen Fällen, das hat die Praxis allerdings auch gezeigt, müssen allerdings die vorgelagerten Prozesse und insbesondere auch die Datenqualität verbessert werden. Das Thema KI bietet somit eine Chance. Gleichwohl muss man sagen, der menschliche Faktor ist nach wie vor bedeutend, sowohl wenn es um Controversy Cases, um Betriebsprüfungsfälle geht,
aber auch bei der Verifizierung der Prozesse und der entsprechend durch KI gelieferten Ergebnisse. Ja, da sind wir schon beim wunderbaren Überleiten auf das Thema Mensch. Der Mensch Andreas Persch, ganz privat. Wir möchten natürlich auch was Privates von dir in diesem Podcast nun erfahren. Zum einen die Frage, warum VAB-Expertenbeirat Verrechnungspreise, Andreas? Ja, Markus, wir kennen uns ja schon viele Jahre, arbeiten viele Jahre vertrauensvoll zusammen. Und ich habe diese Zusammenarbeit immer als sehr positiv erachtet. Konstruktiver Austausch zwischen steuerpflichtigen Finanzverwaltungen und Beratung ist aus meiner Sicht ganz entscheidend. Und ich freue mich daher, das über die Rolle, über die Expertenbeiratsrolle weiter intensivieren zu können und auch noch stärker in den Austausch mit der Community zu treten. Prima, vielen Dank. Und jetzt wollen wir natürlich von dir auch wissen, mit Blick in die Glaskugel, wer wird Europameister dieses Jahr? Sehr gute Frage, Markus. Du kennst mich ja als unverbesserlichen Optimisten. Und ich habe vor der EM schon gesagt, dass bei einer Heim-EM alles möglich ist. Die gute Form der ersten Spiele bestätigt das nur, sodass ich positiv bin, dass wir nicht nur während der EM den Pokal in Deutschland haben, sondern auch danach in Deutschland behalten können. Vielen lieben Dank, Andreas. Alles Gute und vor allem viel Spaß als Expertenbeirat beim VAB. Und Ihnen, liebe Hörer, danke ich ebenfalls sehr und freue mich auf den nächsten Podcast Texas in the Air. Wieder mit Ihnen hier auf diesem Kanal. Bleiben Sie sportlich und vor allem steuerehrlich. Alles Gute, bis dahin, bye bye.